Ja, schreib mich jetzt nicht so an, okay? Ich kann ja auch nichts. Hier wie im großen Wald. Da ist er. Da ist er. Sagt mir auch, ihr habt es nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Warum rennt mich das Kanickel um? Ich nehme hier alles. Boy, that escalated quickly. Yo, Servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es tatsächlich um eine coole Challenge, finde ich sogar. In Hirschfelden mit dem lieben Magic Fruit hier, ne? Ja, moin, ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Challenge. Und zwar ist es so, dass wir uns drei Tiere ausgesucht haben hier in Hirschfelden. Und zwar einmal das Reh, den Rothirsch und den Rotfuchs. Magic ist hier schon am Rum. Ballern. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, dass wir nicht das höchste Tier erlegen und der gewinnt dann, sondern haben wir Scorings. Und zwar beim Reh einmal 54, beim Rotisch 215 und beim Rotfuchs die 7. Und wer am nächsten da dran ist, der gewinnt die Challenge, ne? Magic. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob ich generell einfach so, ja, mit dem Reh wird es, denke ich mal, easy. Mit dem Rotfisch auch. Ja, mit dem Rotfuchs könnte es ein bisschen kritisch werden. Ja, gut, ja, das stimmt. Quasi in meiner Folge warst du oben, jetzt gehe ich nach oben im Norden, weil Rehe gibt es im Süden und oben, okay? Alles klärchen. So, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. 12 Minuten Timer ab jetzt. Hab meinen Timer vergessen. Ups, so. Jungs und Mädels, wir gehen jetzt mal hier auf die Felder, würde ich sagen. 12 Uhr. Weiß nicht, was sie um 12 Uhr ganz genau machen, aber ich hoffe, dass sie auch hier auf den Feldern drauf sind. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier so durch. Gucke ich mal, wie das von der Zeit her ist. Let's go, Imoi. 12 Minuten, alles klar. Yo, Reh, ne? Wie viel muss das haben? 54 muss das Reh haben, okay. Ja, dann... Oh, was haben wir denn da? Dammhirsch, okay. Mal gucken, was Masis Population hier auf der Map so bietet, ne? Wenn hier ein Super Rare ist, Masi, Digga, ich werde mir den so stealen. Egal, ich sag dir einfach nicht, Masi, dass hier ein Super Rare drauf war. Ich schieße ihn einfach. Oh, was hatten wir da hinten? Da haben wir Gänslein. Ich würde sagen, wir melden uns beim nächsten Reh, oder? Und mal gucken, was das hier für Spuren sind. Rothirsch, okay. Bringt mir jetzt allerdings überhaupt nichts. Noch nicht. Hier ist aber auch nicht so viel los. Rotfuchs. Ja, jetzt, ich finde alle Tiere, die ich später brauche. Nee. Hier ist... Ah, jetzt wollte ich gerade schon sagen, aber ja, Gänse, Digga. Gänse brauche ich jetzt nicht. Wir haben ja bewusst nicht auf die Trinkzeit gestellt. Ich weiß nicht, ob Masi euch das eben gerade im Intro gesagt hat. Denn das wäre dann zu einfach, wisst ihr, einfach zu den Seen zu gehen, einfach zu der Trinkzeit. Und ja, deswegen lieber mal durch die Wälder ziehen und mal random eins finden, bevor man jetzt irgendwie so 35 Rehe am See stehen hat. Oh, das ist jetzt gerade irgendwie gar nicht hier. Vielleicht doch lieber hier mal in den Wald rein. Laufen. Ich glaube nicht, dass die dann auf den Feldern um die Uhrzeit sind, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon das eine oder andere gefunden. Dann sind die Safe Call hier im Wald. Guckt euch mal dieses Feld hier an. Ja, da besteht natürlich eine Chance, dass hier eins am Schlafen oder Snacken ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt Fresszeit haben oder Ruhezeit. So, wenn die Ruhezeit haben, dann sind die oft auch mal in den Gebüschen. Die haben hier Spuren, aber das sind, glaube ich, Wildschweinspuren. Ja, das hier sind eigentlich immer so die Wälder, wo die eigentlich auch sind. Mit diesen Birkenbäumen hier. Das wäre sehr, sehr witzig, wenn wir beide keinen finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einer von uns jetzt gleich noch einen finden wird. So, die Hälfte von der Zeit ist rum. Und ich habe hier wirklich noch keinen gesehen. Wäre ich doch lieber nach links vielleicht gegangen. Ich habe echt gerade keine... Nein. Oh ja. Perfekt. Erstmal ein Gebiet entdeckt. Und zwar von einem Weibchen. 24 bis 29. Das könnte theoretisch an 54 nah dran sein. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall hinterher. Ich weiß aber nicht... Die eine Spur zeigt natürlich nach da, die andere nach da. So wie das halt immer ist. Wir haben nur noch 3 Minuten 50. Oh mein Gott, ich muss wenigstens eins schießen. Ja, hier haben wir auch einen guten Ausblick. Hier haben wir einen guten Überblick über das Gebiet. Ja, der stand direkt hier vorne dran. Mal gucken, wem hier die Zone gehört. Ja, die schlafen. No, er war direkt hier drin. Und ich scheuche ihn hier komplett weg. Ja, moin. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass der hier vorne irgendwo nochmal sein könnte. Deswegen, ich hole direkt meine Waffe hier raus. Nicht, dass er plötzlich hier vor mir irgendwo steht. Bitte zeig dich jetzt nochmal. Kurz vor Ende. Das wäre natürlich super. Ich muss jetzt aufspringen, glaube ich. Nee. Ja, ich glaube, das war's. Das war's leider. Puh, die Spur ist alt. Aber egal, in 3 Minuten sollten wir das eigentlich schaffen. Da hinten. Jawohl. Null, nein. Alter.
Nein, das ist ja die Skornia einfach null. Ey, Digga. Hat Masi schon ein Reh? Nein. Masi hat einfach kein Reh. Auch wenn das Null scored, egal. Oh mein Gott, 38 Sekunden. 24 Sekunden noch. Zack. Bam. Und hier ist das Rehlein, steht im Walde ganz still und stumm. Oh. Boah, er hat noch eins. War das noch in der Zeit? Mein Teil hat schon gedüdelt. Masi. Der Timer hat schon gedudelt, oder wie? Bei mir zumindest. Hast du den Schuss abgelassen, bevor der Timer... Ja, ja, bei 38. Ich hab das Reh eingesammelt bei 15 Sekunden. Okay, okay. Wie viel Scoring? Wie viel Scoring, Bro? Null, Digga. Es war ein Weibchen, oh Junge. Aber wenigstens okay. So ein Trostpreis. Also ich ja, ja, ja. Aber ich meine, trotzdem hast du das Ding gewonnen, weil ich bin die ganze Zeit irgendeinem Reh hier hinterhergegangen. Ich habe auch einfach nur Weibchen. Ich hab so gedacht, ja, beim Scoring von 54, da muss ich einfach nur ein Weibchen bekommen, was so, keine Ahnung, Bronze wird, ne? Und dann gucke ich und denke mir so, nein, Digga, die Weibchen, die sind ja alle null. Na gut, dann geht die erste Runde hier an dich, ne? Ja, eigentlich an keinen, weil du hast ein Null-Scoring, ich habe ein Null-Scoring. So, achso, ich habe gar keinen. Aber ich meine, Reh ist ja Reh. Reh ist ja Reh, ja, okay. Reh ist Reh. Okay, Jungs und Mädels, erste Runde ging jetzt an Magic. Zweite Runde Rothirsch. Scoring 215, wer am nächsten dran ist. In 3, 2, 1, go. Also Magic ist jetzt hier oben bei sich geblieben im Norden. Ich bin jetzt hier nochmal hier runtergegangen, weil die sollten ja jetzt nicht trinken. Ich weiß nicht, ob die jetzt schlafen oder fressen, aber hier in diesem Nadelwald ist das, oder? Weiß ich gar nicht. Die sollten es Rothirsche geben. Alles klar, Rothirsch. Also, ich habe ja direkt hier weitergemacht oben. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen, ne? Direkt Rothirsch-Spuren. Aha. Wo ist denn eigentlich der Masi? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, Rothirsche sollten hier vorkommen, aber das wird halt schwierig, ne? Das wird schwierig für ihn. Vor allem, weil wir hier schon direkt Spuren haben. Ich laufe hier aber auch komplett Richtung Wind, fällt mir gerade auf. In Richtung Süden so ein bisschen. Oder beziehungsweise ich laufe Richtung Süden. Eigentlich müsste ich jetzt gewinnen. Weil ich bin eigentlich, bei Rothirsch bin ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, Wildschwein. Wenn wir das mal ansieht, aber jetzt... Digga, das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder? Mach einfach alles andersrum. Da hinten war gerade irgendwas. Hier sind die Wildschweine. Aber die brauche ich nicht. Auf der Flucht Dammhirsche, ne? Das ist ein super Rare. Oh, hier haben wir eigentlich eine gute Sicht, ne? Also Rothirsch-Zeit, Trinkzeit ist nicht. Wir haben wie viel? 13.08 Uhr. Jetzt müssen wir halt nur noch einen finden. Also was? Scoring 215, okay. 215 ist kleines Gold. Ich glaube ein kleines Gold. Aha, da sind Rothirsche. Jetzt bloß nicht hektisch jetzt hier werden. Aha, da sind sie. Weibchen. Jetzt kommen die Schweine hier wieder hoch. Aha, was sehen wir denn da hinten in der Ferne? 215, sehr klein hier, dieser Rothirsch, ne? Und der ist hier nur alleine in der Gruppe. Ja, den müssten wir theoretisch schießen, damit wir wenigstens einen schon mal haben. Kriegen wir den so noch? Oh ja, aber nicht gut. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Servus. Na, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Ja, schrei mich jetzt nicht so an, okay? Ich kann ja auch nichts dafür... Das kann's jetzt nicht wahr sein. Ey, Jungs, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich bruch den Rothirsch, hallo. Lass mich in Ruhe. Lass mich, John. Lass mich, ja? Lass mich. Mach du dein Ding. Will doch gar nicht zu dir. Weiß nicht, was der von mir will. Hä? Plötzlich sind die dort oben. Digga, die stehen ja schon neben mir. Ja, jetzt in der Rothirsch-Runde haben wir natürlich hier ein entspanntes Reh bis 56. Aber jetzt ist der Rothirsch dran. Der ist nicht mal verendet eben gerade. Wir haben den ja getroffen, aber deswegen müssen wir uns einen anderen suchen. Okay, Brunftschrei von einem Rothirsch. Hier oben. Ah, guck mal. Oh, das ist... Nein, 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 das ist ein Rehe. Aber hier kam ein Brunftschrei her. Ja, da müssen wir hin. Oh nein, habe ich den? Ja, den habe ich. Wäre irgendeiner, rennt mich jetzt hier an, dann knallt aber. Es sah eigentlich ganz gut aus. 215, gucken wir mal das Ganze an. Wir sind gut noch in der Zeit eigentlich, dass wir vielleicht noch mal einen herkriegen. Digga, wo ist denn der jetzt hier hingerannt? Ey, bitte lass es jetzt nicht daran scheitern, dass ich nicht weiß, wo die Spur hier weitergeht. Ich weiß nicht, ob das der Kleine war. Da? Ah nee, das ist ein Dammhirsch. Auf der Flucht Dammhirsch auch. Was haben wir denn hier für Spuren? Ist das vielleicht ein Solo-Rothirsch? Nee, das ist Rehlein. Digga, das wird wieder genauso schwitzig wie beim Rehlein. Aber diesmal müssen wir... Ja, ja, wir müssen noch einen finden.
Das geht so nicht. Wir sind hier wirklich im Red Deer Gebiet. Es kann doch nicht sein, dass hier nur dieser eine Vierer war. Ja, oh, Marzi hat einen Rotisch verwertet. Egal, Bro, Marzi. Ich werde dich gleich so auseinandernehmen, wenn ich erstmal den 215er Rotisch gefunden habe. Bro, Marzi, das ist ein Caller für Füchse, aber egal. Vielleicht identifiziert sich ein Rotisch als Fuchs, weißt du? So, komm her, Red Deer. Aha, da unten liegt er. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. 215. Ich glaube, es war ein 7er. Aber der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. 172. Nevermind. War nicht so gut. Jetzt einfach mal hier weiter und hoffe, dass wir hier noch einen herkriegen. Well, yo, ich glaube, da kam gerade ein Brunftschrei von einem Damhirsch und danach von einem Red Deer. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das zwei unterschiedliche vom Dammhirsch waren, aber ich meine, hier war gerade ein Rothirsch. Ein Rothirsch-Brunftschrei. Was haben wir hier für Spuren? Das ist auf jeden Fall... Oh, Digga, Rotfuchs. Bis 15 Kilo habt ihr gesehen? Das war ein richtiger Gigantus. Oh, 180 bis 210 Kilo. Den werde ich jetzt aber nicht mehr bekommen. 30 Sekunden noch. Will aber nichts... Vorhersagen hier. Aber es wäre wahrscheinlich eh ein Sechser hier geworden. 180 bis 210 Kilo. Masi, Junge. Nichts gefunden da oben. Einfach nichts gefunden. Ich habe auch nur einen, aber der war auch ein bisschen glücklich, weil in der Zwischenzeit hat mich einfach das Wildschwein nur angegriffen. Ja, ich habe einen gefunden, das war ein Vierer, keine Ahnung. Ich habe sogar versucht, mit dem Rotisch, mit dem Rotfuchs-Caller einen Rotisch anzulocken. Hat nicht geklappt. Oder ich war so verzweifelt. Ja, ich habe auf jeden Fall 172,76. Also doch noch relativ weit von 215 entfernt. War auch ein Sechser. Ich dachte kurzzeitig, das ist ein Siebener, aber okay. Geht's zu einer finalen Runde tatsächlich. Jungs und Mädels, dann kommen wir zur finalen Runde. Rotfuchs, wer näher an 7 dran ist. 3, 2, 1 und let's go. Wir sind jetzt hier. Ich habe jetzt eigentlich nochmal das Gefühl, dass wir hier über die Felder gehen sollten. Da habe ich auch immer mal wieder einen Rotfuchs gesehen gehabt. Habe auch den Caller extra hier mit dabei. Wird sehr, sehr schwierig. 1:1, finale Runde. So, wieder 12 Minuten. Also, ich fange direkt an zu callen. Okay, bei denen dürfen wir nicht so hart durch die Gegend rennen. Denn Füchse, die sind auf jeden Fall scheuer. Eben gerade im Westen, wir hatten einfach eine Spur bis 15 Kilo. Stellt euch mal vor, Diamant Albino. Den hätte ich mir auch weggesnackt. Hey, Digga, jetzt finde ich hier einen Rothirsch. Also, was ist denn das jetzt? Alles klärchen. Die könnten aber auch wieder im Wald rumchillen. Boah, hier besonders, hier geht's. Hier in diesem grünen Bereich. Magic ist auch hier oben. Da geht's, weil da hast du nicht das Gestrüpp so am Boden. Aber boah, hier wird's schon sehr, sehr schwierig, in diesen Wäldern hier rein zu gehen. Oh, hey, yo, ich habe schon Hunger. Mein Magen knurrt. Marzi hat mich zur Aufnahme gezwungen. Aber wenn Marzi Chef eine Aufnahme will, dann will er eine Aufnahme. So, Junge, was laber ich hier eigentlich? Also, Rotfuchs, wo bist du? Junge, das ist Mount Everest. Was mache ich hier eigentlich? Servus, Jungs. Was geht ab? Ich habe die, glaube ich, noch nie so richtig reinlaufen sehen, jawohl. Aber hier auf den Feldern ist jetzt auch kein Rotfuchs. Ich glaube auch, dass die hier wieder im Wald rumchillen, ne? Also kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt sind hier wieder Schweine. Schweine brauche ich jetzt natürlich auch nicht. Wir brauchen die Rotfüchse. Jo, geh mal schlafen. Oh, Marzi, Rotfuchs, 44,22. Ich habe gewonnen. Easy, Leute. Ihr könnt mir gar nichts erzählen. 5 bis 8 Kilo. Ideale Voraussetzung für ein 7-Scoring-Füchschen. Also wenn das kein Fuchs mit einem 7er-Scoring ist, dann weiß ich auch nicht mehr. 7 Minuten Zeit. Das wird nichts. Das wird es nicht. Ich glaube nicht, dass Felder ist nicht der Play, sage ich gerade. Und wir haben doch hier gerade einen Fuchs gehabt. Vielleicht finden wir den nochmal hier auf den Feldern. Fasan sogar mit am Start. Reh, Gans. Und das hier ist, glaube ich, die Zone sogar von dem Fuchs, ne? Oh, sogar zwei. Das wäre so gut, wenn die nochmal irgendwie hierher kommen würden. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung die abgehauen sind. Also, wir müssen den definitiv auf eine offene Fläche drängen. Und ich weiß, jetzt sollte man nicht hinterher rennen, weil das bringt nichts. Kennt ihr das? Puma hinterher... Oh mein Gott. Nein. 4 bis 7. Bro, den brauchen wir.
Genau den. Ich wollte eben gerade sagen, das bringt nichts, um Leoparden oder einem Rotfuchs hinterher zu rennen, weil der ist immer schneller. 5 Minuten, den müssen wir bekommen. Den müssen wir bekommen. Oh, halt, stopp, da ist einer. Ui. Warte mal, was war der Play? 7? Ja, der hat gepasst. 5 Minuten noch übrig. Vielleicht gehen wir das Weibchen da nochmal dann hinterher. Aber, boah, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich hoffe, der scored so low wie möglich. 3, 2, 1, go. Oh. 10,43. Das ist es halt natürlich jetzt überhaupt nicht. Hörst du den Geruf? Der Ruf der Wilden ist hier im großen Wald. Da ist er. Da ist er. Oh mein Gott. Jawohl. Oh mein Gott, 50. Egal, was für verwertungsgerecht. Es geht um Scoring, wisst ihr? Das Symbol verändert sich ja nur, aber das Scoring verändert sich nicht. Jawohl, verwertungsgerecht und nochmal verwertungsgerecht. Also, 7er Punktzahl muss der Fuchs erreichen. Wir sind bei 7,56, Digga. Wir haben ja nicht gesagt, dass man das Tier nicht verschießen darf, ne? Vielleicht machen wir das mal bei einer anderen Folge. So, Leute, jetzt erstmal Zigarettenpause. Ich würde sagen, ich dück mich hier hin. Es kann ja sein, dass der direkt hier hinter steht. Ja, da laufen die Wildschweine. Das brauche ich jetzt allerdings nicht. Ich brauche nochmal, wenn es geht, den weiblichen Rotfuchs. Ach, da. Das sind 300 Meter. Ja, den habe ich. 3 Minuten. Wir könnten dann eigentlich nochmal... Oh, okay, er hat auch einen. Oh, okay. Dann wird es jetzt sehr, sehr spannend. Ich dachte kurzzeitig, er kriegt gar keinen. Ich muss jetzt auf die hier hoffen. Masi hat einfach noch einen Rotfuchs geschossen. Egal, näher als 7,56 kann er nicht kommen, oder? Meint ihr, er hat einen besseren? Wenn ja, dann lasst dem Video gerne bei Masi direkt ein Däumchen nach oben. Ein Däumchen nach oben, dann kommt der Great One zu euch geflogen. Und bei Magic könnt ihr natürlich auch einen entspannten Likey da lassen. Ich hoffe, Masi, dass du so lieb bist und mein Video auch promotest. Yeah. Masi hat nämlich Werbemanagement studiert. 2 Minuten 25. Ich gucke 4,06. Ja, ich weiß nicht, ob es der hier ist. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht noch irgendwie einen herkriegen sollte. Aber ich glaube, das war's. Was ist denn jetzt eigentlich hier näher dran? 10,43? Na, 4,06 ist auf jeden Fall näher. Ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Also du hast einen, ne? Ich habe einen, ja, ja. Ich habe zwei. Warte, ich hatte auf jeden Fall eine große Fresse, Digga. Aber wenn du jetzt besser dran bist, dann hast du mich wirklich auseinandergenommen. Also. Okay. Der erste von mir, der ist bei 10,43, okay? 10,43, okay. Und der zweite, der ist ein bisschen näher, und zwar 4,06. Ja, okay, ich habe 7,56. Boah, okay. 7,56, aber okay, das war der krass. Einzige. Ja, okay. War es ein Männchen? Ja, Männchen, 4 bis 8 Kilo. Okay. Aber ich habe dem einfach, weißt du, der war auf der Flucht, Digga. Ich hatte nur noch 5 Minuten. Ich habe den einfach nur so einfach mit der Sarsabam. Ja. Weißt du? Dann hast du es nach Hause geholt. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber das Reh hatte auch ein Scoring von 0. Sagen wir, ein fairer Gleichstand. Nö. Wir belassen es so. 2-1 für dich. So, Jungs und Mädels, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Bei Magic gibt es auch noch ein Video. Da haben wir auch ein Video gedreht. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Reingehauen. Oh yeah,